So, Leute, da sind wir beim nächsten Commander-Deck. Das zweite Kaltheim-Deck, für mich das coolere Kaltheim-Deck, was am Anfang super billig rausgeworfen wurde und mittlerweile die Leute verstanden haben, dass das echt ein cooles, flavorvolles Geister-Fortell-Spirit-Deck ist. Geister und Spirits, geil. Ja, gucken wir uns das Deck mal an. Auch hier, ich habe die Erklärung schon gegeben, warum ich die jetzt erst auspacke. Wenn ihr die unbedingt schon mal hören wollt, in dem Video hier vor, also vor 2 Wochen, in dem anderen Kaltheim-Video, kam die Erklärung dafür. Und wenn ihr meine Meinung zu dem anderen Deck haben wollt oder zu generell mehr von diesen Decks, vom Channel sind mittlerweile echt viele davon. Ich schmeiß das Zeug mal weg. Tu mal einen Runner weg. Lege mal hier die Tokens weg. Und hier haben wir eine Menge Stuff. Eine Menge Stuff, wie immer. Meiste davon Müll. Ja. Wie spielt man Commander? Wie spielt man das Deck? Eine kurze Erklärung zu dem Deck. Wirklich eine sehr kurze Erklärung zu dem Deck. Na, komm. Mit Playing the Deck und ja, wie spielt man Commander? Ja, ist Quatsch. Dann haben wir diese wunderschönen, coolen Papp-Dinger. Phantom Promotion. Statt dass man einfach hingeht und sagt, okay, Leute, wir machen die Dinger in Plastik. Ist wahrscheinlich sogar günstiger und stabiler. Den finde ich hübsch. Richtig hübsch. Ich mag die Teile, ja. Und wir haben Tokens. Gucken wir uns erstmal die Tokens an. Ich sehe schon Topter. Topter kann ich gebrauchen. Das ist gut. Wir haben hier ein Vogel, also blauer Vogel, weißer Vogel, Kithkin, Schweine. Okay, dann ist hier wahrscheinlich dieser blaue Schweinezauber drin. Replicate Ring, Token Snow Artifact, Top für den Mana wie die Farbe. Und ein Drache, ach du Scheiße. Topter, Spirit, wunderschönes Spirit. Pegasus, Spirit, Soldier. Okay, hier sind anscheinend eine Menge Tokens drin. Wir haben Ranaa, the Ever Watchful. 4 Mana, 2/3, fliegend Wachsamkeit und jede erste Karte, die man Fortell spielt, kostet 0 Mana zum Fortell. Super strong. Spart einfach 2 Mana. Und immer wenn eine Karte aus exiled wird, egal ob vom Feld oder von der Hand, dann, also von unserer Hand oder generell vom Feld, dann kriegen wir einen 1-1 Spirit mit fliegend. Super geiles Teil. Super. Dann haben wir unsere Decks, da ist das Öffneteil. Öffneteil, komm schon, Öffneteil. Da, Mama, öffne. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Hier sind 8 Karten drin, wenn mich nicht alles täuscht, die neu dafür gedruckt wurden. Die gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben Cosmic Intervention. 4 Mana, eine Permanente, die man kontrolliert, die in den Friedhof gelegt wird, wird stattdessen exiled. Und wieder ein Spiel gebracht zum Endstep. Mit Fortell für 2 Mana. Sehr, sehr cool, gerade mit dem Commander. Super, hier drin sind Synergien ganz groß geschrieben. Hero of Bretagard. 3 Mana, 1/1 und immer wenn man eine oder mehrere Karten exiled, von der Hand oder vom Feld, kriegt der so viele +1/+1 Marken. Okay, krass. Die Karten wurden extra dafür designt. Und wenn er 5 oder mehr Marken hat, hat er fliegend und ist ein Engel zusätzlich, weil es halt eine Hero ist. Und solange er 10 oder mehr Marken hat, ist er Gott und unzerstörbar. Wow. Okay, krass. Cool. Stoic Farmer. Dwarf Peasant. Okay. 4 Mana, 3/3. Wenn ihr ein Spiel bekommt, können wir unser Deck nach einer Standardlandkarte Ebene durchsuchen. Ja, Ebene. Und sie offen vorzeigen. Wenn ein Gegner mehr Länder hat als du, kommt sie getappt ins Spiel. Ansonsten nimmt sie auf die Hand. Meh. Vorteil für 2 Mana. Ist nicht so geil. Sage of Beyond. 7 Mana, 5/5 fliegend. Und immer wenn man einen Zauber castet, von woanders als von der Hand, so ist es, zahlen wir 2 Mana weniger mit 5 Mana Vorteil. Spectral Deluge. 6 Mana, man bringt jede Kreatur auf die Hand zurück, wobei mit Verteidigungsstärke X, wobei X die Anzahl an Inseln ist, die man kontrolliert. Auch hier mit Fortell. Fortell ist halt gefühlt in jeder dieser Karten drin. Außer natürlich in der, jetzt wo ich es gerade sage, 7 Mana, 8/8, Giant, Sutterland Elementalist. Wenn man den spielt, kostet er 2 mehr oder wir müssen eine Giant-Karte vorzeigen. Und wenn er angreift, können wir eine Instant oder Sorcery aus unserer Hand ohne die Mana-Kost zu spielen casten. What? Okay. Tales of the Ancestor. 4 Mana Sorcery und jeder Spieler mit weniger Handkarten als die anderen Spieler zieht so viele Karten, bis er die Differenz überwunden hat. 2 Mana noch Fortell. Was bist du denn? Ethereal Valkyr. 6 Mana, 4/4 fliegend und wenn sie ins Spielfeld kommt oder angreift, kannst du eine Karte aus der Hand face down exilen. Sie bekommt Fortell und die Fortellkosten sind 2 Mana günstiger als das, was sie normalen Mana-Kosten sind. Das heißt, wenn sie angreift, können wir vorteilen. Das ist natürlich geil. Angel of Finality, 4 Mana, 3/4 fliegend. Und wenn er Spiel kommt, exilen wir alle anderen Karten aus einem Friedhof unserer Wahl.
Angel of Serenity. 7 Mana, 5, 6 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, exilen wir 3 Karten aus vom Feld oder dem Friedhof. Und wenn die das Spiel verlässt, kriegen wir diese 3 Karten ins Spielfeld unter der Besitzer des Beherrschers. Also Besitzer, unter der Besitzer des Besitzers, geil. Unter der Kontrolle des Besitzers. Cleansing Nova, 5 Mana, zerstöre alle Kreaturen oder zerstöre alle Artefakte und Verzauberungen. Nicht schlecht. Aerarian Interlude, die war tatsächlich richtig teuer. 3 Mana, man exilt eine beliebige Anzahl an Kreaturen, die man kontrolliert und bringt die wieder ins Spiel und dauert die Kontrolle von uns selber. Zu Beginn des nächsten Endsteps. Super gute Karte. Geist Honored Monk. 5 Mana XX mit Wachsamkeit und seine Stärke Widerstandskraft ist gleich der Anzahl an Kreaturen, die man kontrolliert. Und man kann, wenn ihr ins Spielfeld kommt, 2-1-1 weiße Spirit Tokens mit Fliegen generieren. Marshall's Anthem. 4 Mana mit 2 Mana Multikicker. Das heißt, man kann diese oft kickern, wie man möchte. Und Kreaturen, die man kontrolliert, kriegen +1/+1. Und dann kann man X Kreaturen aus dem Friedhof wiederholen, wobei X die Anzahl an Multikicker ist, die man bezahlt hat. Was echt cool ist als Ding. Was ist das denn? Ein Restoration Angel in 9 Artwork. Hammer. 4 Mana, 3, 4 Flash fliegend. Wenn er ins Spiel bekommt, exilieren wir eine Nicht-Engel-Kreatur und bringen die wieder direkt ins Spiel. Wow. Das ist ein Hammer-Artwork. Stormherd. 10 Mana, man kriegt X, 2-1-1 Pegasus, wobei X unser Leben sind. Sun Titan. 6 Mana, 6-6, Wachsamkeit. Immer wenn er ins Spiel kommt oder angreift, können wir unser Friedhof nach einer Karte mit Mana Kosten 3 oder weniger durchsuchen. Permanent. Und bringen sie ins Spiel. Arcan Artisan. Okay. 3 Mana, 0-3. 3 Mana tappen. Man zieht eine Karte und exalt eine Karte von der Hand. Und wenn man eine Kreaturenkarte exalt hat, bringt man davon eine Kopie rein. Und wenn er das Spiel verlässt, exiliert man alle Tokens am Ende der nächsten Endstep. Wow, das wusste ich nicht, dass der hier drin ist. Curse of the Swine, 2 blaue und X. Man exiliert X Kreaturen und für jede Kreatur, die man auf diese Weise exiliert, kriegt man ein 2-2 Schwein, also der Beherrscher davon. Day of the Dragon, 7 Mana Verzauberung. Und wenn er ins Spielfeld kommt, exilieren wir alle Kreaturen, die man kontrolliert, die wir selber kontrollieren, und kriegen so viele rote Drachen mit fliegend. Und wenn er das Spiel verliert, opfern wir alle Drachen und bringen alle exalten Karten, die von ihr exalt wurden, wieder ins Spiel. Das sind mehr Rares als in dem Elfendeck, oder? Inspired Sphinx, 7 Mana, 5-5 fliegend. Oh Gott, wenn ihr ins Spielfeld kommt, ziehen wir Karten in Höhe der Gegner, die man hat, also wahrscheinlich 3 bis 5. Und für 4 Mana kriegen wir einen farblosen Top damit fliegend. Oh, nicht schlecht. Okay, Synthetic Destiny. 6 Mana Instant, man exiliert alle Kreaturen, die man kontrolliert. Zum nächsten des nächsten Endsteps revealt man Karten von seinem Deck, bis man so viele Kreaturenkarten revealed, wie man exiliert hat. Karten, Kreaturen. Okay, das ist strange. Brago, oh mein Gott. 4 Mana, 2-4 fliegend, wenn der mir einen Kampfschaden zufügt, also Spieler wirklich, kann man eine beliebige Anzahl an Nicht-Land-Permanenten, die man hat, flickern. Das ist gut. Banishing Light, also hier sind dann Uncommons. Flicker Wisp. Ghostly Prison, in einem echt schönen Artwork. Oh mein Gott, das Commander-Deck ist richtig geil. Mistraven Windfall, Alter. Soulherd, Alter, hier sind Arcan Signet. Azurius Signet, what the fuck? Also hier sind Hammerkarten drin, oh mein Gott. Wow, okay, hier sind richtig coole Karten drin. Sind hier auch noch Kaltheim? Ja, hier sind auch noch die Kaltheim Exclusives. Ravenform, richtig strong Karte. Sword Coming, bester Counterspell. Vega, The Watcher, auch nicht schlecht. Replicate Ring, damit können wir halt den Replicate Ring machen. Und das Land. Hammer, das ist ein echt cooles Deck, oh mein Gott. Ich dachte mir schon, dass das wirklich cool ist, das Deck, aber ich habe es halt nur ein bisschen im Play gesehen. Ich habe selber noch nicht gespielt und das Deck ist ja der Wahnsinn. Weil ich weiß noch, es gab Zeiten, wo das Ding hier halt für 10 Euro verscheuert wurde, weil es niemand haben wollte. Und ich verstehe jetzt gerade echt nicht, warum nicht, weil das Deck ist der Hammer. Das Deck ist wirklich der Hammer, oh mein Gott. Kann sein, dass ich mir hieraus noch ein Commander-Deck baue, weil ich mag Kaltheim Fortell und ich mag Blau-Weiß und ja. Vielleicht. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich bin nicht so der Commander-Spieler. Aber das Ding ist Hammer. Also wenn ihr da irgendwie die Chance habt, da dran zu kommen für 20 oder weniger Euro, gönnt euch das. Das ist wirklich Hammer. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackset. Ciao, ciao.